Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mein Child Lebensborn. Weiter geht's. Ich bin echt gespannt, wie die Parade wird. So viel spiele ich heute noch. Es ist jetzt die 7. Folge. Hi Flamme im Hintergrund mit ihrem Pinsel. Ja, eine kleine Fratz. Ja, bin ich. Guten Morgen. Mhm. Wir haben Post. Ich lasse dich mal. Vielmehr nur die Zeitung. Oder haben wir noch was anderes? Was machst du überhaupt mit dieser Post? Ja, das frage ich mich auch. Lesen, Klaus. Okidoki. Wer wascht schon sein Gesicht? Das reicht, um in den grünen Bereich zu kommen. Er strahlt wieder. Er lächelt wieder ein bisschen, aber ich befürchte, es wird nicht gut ausgehen. Ich habe so Gefühl, dass es echt nicht gut ausgeht. Wie wär's mit gesammelten Blaubeeren? Lecker. Ja, absolut. Ach. Hey, kann ich nicht in die Schuhe? Hör mal. Ah, ich habe noch eine Zeit. Halt. Bloß, was machen wir mit unserer Zeit? Zeitung lesen. Die Vorbereitungen für die bevorstehende Nationalparade dauern weiter an, während alle Schulkinder sich darauf freuen, ihre Flaggen zur Feier unserer Unabhängigkeit zu schwenken. Die geplante Route erlaubt es den Kindern, ihre Klassenkameraden morgens an der Schule zu treffen, wo sie vor sie von der Schule aus durch die Stadt ziehen. Okay. Gut. Es ist Zeit zu gehen. Wir sehen uns nachher. Lerne heute viel, okay? Vergiss jetzt nichts. Immer das viel lernen. Werde ich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Was ist passiert? Oh Gott. Herr Berg hat heute gesagt, ich ahn's schon, der zieht weg, geht in eine andere Schule. Dass er nicht länger unser Lehrer sein wird. Wir bekommen einen Fremden. Herr Solheim. Er war heute auch da. Nun, manchmal wechseln die Lehrer. Ah, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Er war gemein. Schimpfte mit mir, weil ich Widerworte gegeben haben soll. Dabei habe ich das gar nicht. Weiß ich ihn jetzt in die Schranke und schreibe einen Brief hin. Wird zu Klaus ausgelassen wäre, ne? Also bringt nichts. Vielleicht ist er nervös, weil er nur ist. Er ist ein erwachsener Mann. Ach, die können nervös sein, aber... Du wirst dich sicher an ihn gewöhnen. Ich denke, das ist die beste Option. Ich will mich nicht an ihn gewöhnen. Boah, guck mal, wie er die. Arzammer. Petzt. Okay. Somit haben wir alles gesagt, Klaus, ne? Dann gehen wir einmal baden. Ei. Und was essen? Was haben wir noch? Wie wär's mit Fisch? Müde. Ja. Puh, also heute war es echt emotional. Ich will keinen neuen Lehrer. Nee, das wird er wahrscheinlich nicht. Das war Ausnahme, dieser Berg, der zu Klaus nett war oder zu Lebensbornkindern. Die meisten sind es nun mal nicht. Sei nicht traurig, Schatz. Ich mag Herr Solheim wirklich nicht. Der letzte Tag von Herrn Berg ist am Tag an der Parade. Versuche etwas zu schlafen. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Habe ich noch was zu tun? Nee, ne? Dann lese mal die vor. Dankeschön. Dann denkt man, es geht wieder ein bisschen bei euch auf mit und schon kommt der nächste Batzer, gell? Katastrophe, Tagebucheintrag. Etwa 500 Kinder lebten in Lebensbornheimen.
Nach dem Krieg wurden manche adoptiert oder zu ihren Familien geschickt. Die norwegische Regierung versuchte, manche dieser Kinder nach Australien zu Australien, um sie loszuwerden. Sie fürchteten hohe Kosten zu ihrer Unterstützung und geistige Einschränkungen. Du warst eins von 250 Kindern mit norwegischer Staatsbürgerschaft, die in Deutschland gefunden wurden. Die 25 Kinder, die nicht zugeordnet werden konnten, wurden als geistig eingeschränkt erklärt und in ihren Anstalten gesteckt. Mein Gott. Puh. Viele sagten, dass deutsche Soldaten zurückgeblieben seien und dass alle norwegischen Frauen, die Beziehungen mit ihnen geführt hatten, es ebenfalls seien. Es war also kein Wunder, dass sie dachten, dass alle aus dieser Verbindung entstandenen Kinder durch die Gene als schwache Individuen geboren wurden. Du darfst niemals vergessen, dass dies eine Lüge ist. Die Ironie daran ist, dass die Norweger auf die gleiche Art und Weise über Gene denken wie die Nazis. Der einzige Unterschied ist, dass die deutschen Gene nun als schwach anstatt als stark angesehen werden. Aber diese Logik ist genauso falsch und unmenschlich. Allerdings. Oh Mann. Okay, dann. Ja, ich bin ja erst bei 6 Minuten. Beende mal den Tag. Ich habe jetzt schon die 8. Folge jetzt. Hintereinander. Dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt stehe. Ne? Du willst ändern nicht in Schule. Was ist los, mein Schatz? Das brauche ich nicht zuvor. Das weiß ich. Wie geht es dir heute? Ich spreche nicht mit dir. Was? Was habe ich dir getan? Es tut mir leid. Es tut dir immer leid. Klaus? Quatsch da gleich, Annie. Du kriegst nichts zu Elsa. Hallo? Wie entschuldigt das sich eh gleich? Gut, dann kriegst du halt einen Emopran. Jetzt gehe ich nochmal Eikäfer, dann tue ich was zu essen zubereiten, wenn er nicht mit mir spricht. Dann losse man nur Schmolle. Fisch. Sven. Ja, da muss ich nicht so oft Eikäfer. Gut. Okay. Du musst nicht mit mir sprechen, wenn du ihn willst. Fertig? Wir sollten los. Lass dich nicht unterkriegen. Ich versuch's. Okay. Oh mein, mir schwant nichts Gutes. Ich bin froh, dass du zu Hause bist. Ach, geht's auf Elmo? Okay. Guck mal, dass sich auch mit Kitzle hilft nicht. Soll mal. Wir bereiten es zu. Und essen was und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht rein Fisch, das geht so. Mampf, Mampf. Mhm, ich bin müde. Okay. Dann bitte. Morgen ist die Parade. Ja, stimmt. Ich denke nicht, dass wir gehen sollten. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Okay, ich denke nicht, dass wir gehen sollten. Mach dir keine Sorgen, Herr Berg wird da sein. Gute Nacht. Den Herr Berg bin ich jetzt echt mal gespannt. Ein neuer Eintrag im Tagebuch. Okay. Großeltern, die dich liebten. Ich kann an deine Erinnerung, an deine deutsche Großmutter erkennen, dass sie gut zu dir war. Die Art und Weise, wie sie schreibt, wenn ihre Mutter sie zurückhaben möchte, kann ich nicht in ihrem Weg stehen. Zeigt mir, dass sie für dich keinen anderen Grund, dass sie dich für keinen anderen Grund weggegeben hätte. Es ist so traurig, dass die norwegische Regierung dich aus einem liebevollen Zuhause nahm, um dich zu einer Mutter zu schicken, die dich weder halten konnte noch wollte. Du
Du hättest an einem Ort aufwachsen können, an dem du bloß ein gewöhnliches Kind gewesen wärst. Ja, hätte er. Versteh's nicht. Versteh's nicht. Aber ja, es war die Nachkriegszeit, ne? Da haben wir noch was zu Werkler? Dass ich hier Zeiteinheit verschwende? Okay. Wir sind bei 10 Minuten und ich würde sagen, wir gehen zur Parade. Samstag, 17. Mai. Oha. Klaus ist nicht hier. Klaus ist draußen. Ach, du ist er schon? Klaus, hallo? Oh, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich so früh gegangen bin. Ich war zu aufgeregt, um zu warten. Die Leute sehen wirklich glücklich aus. Mhm. Aber ich sehe Herrn Berg nirgendwo. Klaus, du kannst nicht einfach so gehen, genau. Ja, kriegst du ein schlechtes Gewissen. Es tut mir leid. Ich war so aufgeregt. Ich habe sogar meine Flagge mitgebracht. Oh, die Kinder stehen Schlange. Ich muss darüber. Oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Klaus, warte. Bleib da, wo ich dich sehen kann. So ist er schon wieder. Mein Band. Sie sagten, ich dürfte nicht hier sein. Und sind auf meinem Band rumgetrampelt. Du hattest recht, es war dumm, hierher zu kommen. Ich will nach Hause. Was machen wir? Gehen wir einfach, verstecken uns. Ist natürlich die einfachste Lösung. Aber, nö, jetzt will ich bleiben. Jetzt bin ich stur. Ich will nicht. Da ist er doch. Klaus! Hallo, es tut mir so leid, ich konnte dich nicht finden. Ich habe gesehen, wie die anderen Kinder was die anderen Kinder mit deinem schönen Band gemacht haben. Ich habe ein ernstes Gespräch mit ihnen geführt. Herr Berg, oh, haben Sie das? Sich so zu verhalten und das an unserem Verfassungstag. Ich sorge dafür, dass Sie nachsitzen werden. Bitte nicht, dann werden Sie es wieder an mir auslassen. Ich werde dann darüber nachdenken. Aber natürlich will ich dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Ah, hallo, Sie müssen Klaus' Elternteil sein. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Sie haben einen wunderbaren Jungen hier. Sie müssen der Lehrer sein, von dem Klaus immer spricht. Das... Danke, dass Sie sich so um Klaus kümmern. Ich möchte sicherstellen, dass jeder Schüler sich frei entfalten kann. Ich glaube, dass unsere Herkunft keine Rolle spielt. Unser Potenzial und unser Handeln, darauf kommt es an. Das stimmt. Er verdient es nicht, wie Sie ihn behandeln, aber keine Sorge. Ich tue, was ich kann, um ihn so gut wie möglich zu beschützen. Danke für alles, was Sie getan haben. Ich sollte Ihnen danken, dass Sie so ein nettes Kind großgezogen haben. Nicht alle Eltern schaffen das und vielleicht nicht genügend. Also Klaus, sollen wir uns an der Parade anschließen? Ja, bitte. Keine Sorge, ich werde mich gut um ihn kümmern. Hier Klaus, du kannst mein Band haben. Und vergiss nicht, deine Flagge zu schwenken. Okay. Das war unglaublich. Hast du all die Leute gesehen und all die Flaggen? Ich habe die Parade wirklich genossen. Ich bin froh, dass du dich amüsiert hast. Hm. Und du hast Herrn Berg kennengelernt. Gell. Oh. Es war mal so lang draus, dass ich gar nichts mehr machen kann. Heute war ein toller Tag. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Herrn Berg. Ja. Menschen müssen nicht gemein sein, sie entscheiden sich dafür. Mhm. Ja, Herr Berg ist ein guter Mann, immer das. Ist er. Die anderen Kinder hassen mich. Aber Kinder sind dumm, oder? Aber warum hassen mich alle Nachbarn? Und meine Großeltern hassen mich. Sie sind erwachsen. Erwachsene sollten klug sein.
Ich verstehe es nicht. Sie kennen mich nicht einmal. Du unter Berg sei die einzigen netten Erwachsenen. Unter Berg geht weg. Und meine Eltern haben mich auch verlassen. Ich bin froh, dass ich dich habe. Bitte verlass mich nicht. Ich werde dich nicht verlassen, Klaus. Okay. Mit Sicherheit nicht. Kannst du mir die Geschichte vorlesen, die ich so gerne mag? Es ist zu spät, Klaus. Oh, dann gute Nacht. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob man noch was... Oh, ich habe gar nichts mehr zu tun. Tagebucheintrag. Ich bin so froh, dich zu haben. Aber ich habe Sorge, dass ich hier nicht mehr versorgen kann. Du scheinst dich diesen Frühling sehr verändert zu haben. Nun, da wir wissen, dass deine Großeltern dich geliebt haben, haben wir zum Glück eine Chance, dass sie uns irgendwie helfen können. Hoffen wir, dass sie schnell auf meinen Brief antworten. Ich habe fast das Gefühl, dass wir mit Klaus wegziehen. Nach Deutschland oder so. Weiß nicht. Kann ich mir jetzt vorstellen. Gut, das rahmen wir doch ein. Klaus mit Herrn Berg an der Parade. Oder wir ziehen in den Ort, wo der Herr Berg neuer Lehrer wird. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, es wird sich so noch was tun. So. Gut. Dann würde ich sagen, beende mal den Tag. Oh. Du und 68% andere tateten die Großeltern. Ja klar, das war ja... Du und 69%... Gut, wie wäre es denn gewesen, wenn wir ruhiger geblieben wären? Hätten sie vielleicht nicht so reagiert, dann Kind, ihr gehen. Aber früher oder später wahrscheinlich doch. Du und 79% andere kauften die Flagge. 21% in die Flagge gekauft? Okay. Du und 64% andere erlaubten Klaus zur Parade zu gehen. Ja, es ist so, bei den interaktiven Spielen wäre es jetzt interessant zu wissen, was wäre gewesen, wenn wir nicht gegangen wären. Oder was wäre gewesen, wenn wir nicht getadelt hätten, ne? Gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, aber okay. So, jetzt rutschen wir zum 25. Mal. Und ich würde sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich nehme jetzt auch nicht weiter auf, das ist die 8. Folge. Pff. Ja, ich kann jetzt schon fast nicht mehr sprechen. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald.